bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben Zuschauer hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem ganz besonderen und wichtigen Thema. Und zwar, es geht um meinen Podcast. Wie ihr ja wisst, habe ich ja auch einen eigenen Podcast. Ich glaube, der ist 21 gelauncht geworden und habe wirklich mit Fleiß und Willensstärke und Disziplin sehr viele Folgen in meinem Podcast hochgeladen. Und irgendwann brauchte ich eine sogenannte kurze Podcast-Pause, um zu reflektieren, wie ich mit meinem Podcast, Michael Weihrauch Podcast, weitermachen soll und wie ich 2023 ihn wieder mit neuen Inhalten und neuen Interviewgästen bestücken kann. Natürlich hatte ich auch hier ein kleines Rebranding drin in meinem Podcast. Die Ansprache bleibt gleich. Die Melodie bleibt gleich. Nur, was sich ändert, ist das Design. Generell hat sich das Design ein bisschen geändert. Nicht mehr gelb und blau. Es ist jetzt leicht goldfarbig und schwarz. Das ist nicht der Grund, warum auch immer. Warum habe ich lange eine Reflexion in meinem Podcast gebraucht? Um zu gucken, um zu schauen, wie dieser Podcast auch wirklich angenommen wird. Ob der angenommen wird. Weil jeden Tag eine Podcast-Folge hochzuladen, war wirklich, wirklich extrem richtig harte Arbeit. Wirklich jeden Abend war da wirklich Arbeit dran und steckt da Arbeit drin. Und jede Aufnahme, ob Audio mit Video oder nur Audio, vergehen Stunden. Aber es vergehen Stunden auch an Ideen, am Schreiben, an Informationen, die ich für euch analysiere und für euch besser erklären möchte. Natürlich bin ich auch darin polarisierend und falle auf, weil ich das Anderste euch damit erkläre und aufzeigen möchte, wie es anders da, wie es vielleicht besser geht. Und deshalb kommt der Podcast, Michael Weihrauch Podcast, wieder zurück in 2023. Heute Abend, respektive, gibt es schon eine Special-Folge um 18 Uhr. Die kannst du dir gerne als Audiodatei anhören oder respektive
hier auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Aber wie gewohnt wirst du 2023 wieder mehr in meinem Podcast hören. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wann die ersten Folgen 2023 rauskommen und wie hoch ich die Folgen produzieren werde und an welchen Tagen ich die Folgen rauslaunche und was es für ein Thema ist, erfährst du alles auf Instagram, in meinen Stories. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Stellt sie mir gerne in den Nachrichtenstickern bei Instagram. Oder auch hier bei YouTube. So. Und deshalb sag ich, bis dahin, wir sehen uns und hören uns 2023. Dein Michael.